Zur ersten Folge LS19 A Story of a Farmer. Ich befinde mich hier gerade vor meinem Haus und möchte mich jetzt um 10.18 Uhr aufmachen zu meinem Auto und dann zum Hof meines Onkels fahren. Denn der ist vor ein paar Monaten gestorben und heute darf ich ihn übernehmen. Das heißt, wir fahren rüber. Ich werde wahrscheinlich auch dort ab jetzt wohnen, zumindest im Sommer. Ja. Wir wenden einmal. Wir haben gerade Winter und es hat eben geschneit in der Nacht. Jetzt müssen wir schauen, dass wir nicht zu schnell fahren, dass wir ausrutschen. Ah. Ich glaube, da geht's. Ob denn das mal fahren ist, ein bisschen schade, da hat. So. Ich bin jetzt mal kurz im Zeitraffer gefahren und ich glaube, es ist hier in der Nähe. Man sieht halt sehr schlecht in der dunklen Nacht, obwohl es halt schon 10 Uhr ist, alles ist Winter. Das ist alles ein bisschen, ich glaube, da ist die Einfahrt, gell? Ja, da sehen wir schon. Ah, alles zu geschneit. Mein Opa, ich meine mein Onkel, wollte hier noch seine Werkstatt hinbauen. Noch, die haben, er hat sie beauftragt und dann ist er gestorben. Und jetzt habe ich sie einmal weitermachen lassen, nur jetzt im Winter kann man einfach nicht kommen. Der Bagger steht zwar schon hier, aber sie werden wahrscheinlich erst im Frühling, Sommer, wenn der komplette Schnee weg ist, beginnen. So. Ich würde sagen, wir gehen mal hier rein. Ja, ich habe kurz mal organisiert, dass er das ein bisschen auf Vordermann bringt. Ja, einen schönen Fernseher haben wir. Sogar eine PlayStation 4. Wie sieht es danach aus? Staubsauger. Hier, da ist anscheinend schon Unkraut durchgewachsen. Das müssen wir wahrscheinlich dann einmal bearbeiten. Da, ja, sogar ein Computer mit Headphones. Oh ja. Ich würde sagen, ich räume mal aus. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So. Jetzt bin ich fertig. Jetzt müssen wir Folgendes tun. Mein Onkel hat nämlich immer für die Gemeinde hier im Ort den Schnee räumen müssen. Und da wir ja dann noch mal unseren Hof erkunden wollen, nicht ausrutschen wollen, müssen wir unser Schild holen mit Salzstreu. Das hat er immer woanders hingestellt. Das war nie auf seinem Hof. Ich glaube, es war da. Rein in die Gasse irgendwo. Irgendwo ist es hier in der Nähe. Er ist jetzt nicht um die halbe Welt gefahren, nur dass er es nicht auf seinem Hof stehen hat. Ich glaube, da kommt man nicht weit.
Schauen wir mal auf der anderen Seite. Da ist ein Weg. Schau, ein bisschen Schnee. Ah, da haben wir es ja. Oh, Junge, ich wusste gar nicht, dass mein Onkel ein Feind hat. Mit einem schönen Hauer Schiebeschild und einem Hauer Salzstreuer lässt sich anrichten. So, dann würde ich sagen, machen wir den Motor an. Licht. Fahren jetzt einmal am Hof ein bisschen räumen. Was ist das eigentlich überhaupt für einer? Würde mich interessieren. Wir bleiben da mal kurz stehen. Fendt 724er. Na gut. Also man sieht, es ist hier noch tote Hose in unserem Mord. Also in diesem Mord. Meiner ist es ja nicht. Jetzt werden wir das senken. Und das so machen. Ich glaube, so ist es am gescheitesten, wenn wir es räumen. Da gehen die Schneemassen weg. Jetzt räumen wir mal Weg zum Haus. So. Einmal komplett rum. Ja, alles ist hier zugeschnallt. Auch Mähdrescher, alle. Also ich weiß nicht, welche Feldflächen das waren, die er hatte. Ich werde mich da wahrscheinlich noch mal erkunden beim Start. So. Hoppala. So. So. Ich glaube, dann reicht das auch schon einmal fürs Erste, denn, ach, ich glaube, da ist ja noch so ein Weg runter. Ich glaube, wir machen es da noch und dann können wir da gleich auf die Straße fahren und dort gleich zum Streuen gehen. Hier habe ich jetzt nicht gestreut, weil wir können eigentlich eh nicht wirklich was machen, ansehen tut man ja immer im Frühling. So. Diese Feldwege. Ah ja, diese. Ich glaube, die macht jetzt anscheinend noch schon einen Winterdienst, seit er gestorben ist. Na gut, aber ich kenne noch einen Geheimweg, den hat er gegraben und auch ein bisschen planen lassen, weil das eine ordentliche Abkürzung ist. Der hat eigentlich nur dort die Felder, er hat eins hier gleich am Hof, aber die anderen sind eher weit weg. So weit zwar auch nicht, aber trotzdem. So. Und die Hühner müssen uns dann auch noch kümmern. Wir haben auf alle Fälle vorgenommen, dass wir am Ende dieses Projekts Kühe haben. Ich finde, Kühe bringen sich sehr viel mit Milch und so. Ich glaube, da geht's rein. Ja, muss man reinfahren. So. Ja, die Straße ist auch schon geräumt. So. Was ich weiß, ist, dass er sein Gras, seine Gras,
Nähtechnik verkauft hat und dafür sich neue Maschinen gekauft hat. Wusste aber nicht, dass es gleich ein Feind ist. Aber er hat auf alle Fälle noch eine große Reserve, also investieren können wir noch genug. Er hat wahrscheinlich noch so einen Kredit von der Bank aufgenommen, muss ich mich auch noch sorgen. Kann ich damit noch nicht so stark auseinandersetzen. So. Haben wir da noch einmal? Habe ich durch Salzstrahlen. So. Das Salz in die loswerden. So. So, jetzt räumen wir mal die Straße fertig. Ich würde sagen, wir lassen das jetzt einmal so, wie es ist. Und schauen dann nach. Ich hätte mir jetzt noch mit dem, ich hätte mal alles abgekoppelt und hätte mir mal die Maschinen angeschaut. Ich habe zwar schon ein paar stehen sehen, die wir geräumt haben, aber alle, glaube ich, habe ich nicht gesehen. Weil das Licht auch nicht gerade die stärkste Sichtweite hat, aber es ist recht einmal so. So. Was ich weiß, ist, dass das eine Direktsaatmaschine ist. Also da muss man nicht grubern. Das ist sehr praktisch. So. Und dann switchen wir auf das Schild und das auch noch ankoppeln. Es wird so überhaupt nicht hell, gell? Ich meine, es hat minus 2 Grad. So. Es ist sehr kalt auf alle Fälle. Gut. In ein bisschen. Am Mittel am Rahmen halt. Sehr Winter und da habe ich das sehr oft. So. Ich würde sagen, wir beginnen am Anfang des Hofes. Und schauen uns das Ganze an. Jo, wo. Wahrscheinlich werde ich bis zur nächsten Folge hier alles räumen. Also kann das nicht weitergehen, dass ich mein Fahrrad fährt nicht. Ich bin mit 40, 50 oder so in die Kurve gefahren, dann haut die gleich hin. So. Was wir hier sehen. Ach, der Fan ist auch sehr schön. Boah. Ein Glas Axion 930. Boah. Das ist der Metera Track. Der ist so cool. Ich glaube, der ist auch vor einem Jahr oder wenn überhaupt ein Jahr ist rausgekommen, richtig geiles Ding. Und schon dir Maishexe? Aber ich glaube, die Sachen sind nur gemietet. Junge, wie viel Geld hat denn mein Onkel? Jetzt machen wir uns mal rein. Ah, das ist der Klaus. Können wir uns vielleicht später mal reinsetzen? Ah, schon dir. Ja. Okay, ich das Ding. Ich darf ich ausmachen. Schauen wir weiter. Da haben wir ein paar Anhänger stehen. Doppelanhänger. Sonnenanhänger. Die bringt uns zwar jetzt nicht so viel wahrscheinlich, aber im Sommer bringt die sicher sehr viel weiter. Jetzt eigentlich mitteleuropäisch. So. Glas Mähdrescher, ein Tucano, 580, oh süß, ein kleiner Glas 660 Arion, jo, klein aber fein, also da haben wir den Traktor, da haben wir die Hühner,
Vielleicht haben die gar nicht mehr überlebt. Das kann sein. Aber ich schätze schon, so schnell sterben die ja nicht. Dann müssen wir uns wahrscheinlich in den nächsten Fang um Weizen kümmern. Und da ist diese Direktsandmaschine. Hier die ist so eine Kehrmaschine. Wahrscheinlich fürs Saubermachen vom Hühnerstall. Ja, Sarion? Ja, der Fuhrpark ist groß. Ich glaube, jetzt können wir uns schon noch die Felder anschauen, was wir da gerade oben haben. Ah, falsche Richtung. So. Also wenn ihr weitere Folgen von diesem Projekt sehen wollt, lasst einen Like und eine Bewertung da und stimmt oben ab. Also ich glaube, ja, hier, diese Wiese gehören. Aber wie gesagt, da haben wir schon das Ganze verkauft. Das ist auch eine Wiese. Die könnten wir entweder jetzt schon im Vorhinein produzieren für die Kühe, weil die fressen sehr viel. Und brauchen noch sehr viel mit Gras, also Heu, Gras, Silage, totale Mischration. Also ganz schön. Und das hier, da war mal Gerste. Also so große Feldfläche haben wir jetzt nicht so für Acker. Junge, der Winter kommt. Also ich spiele das hier jetzt gerade auf der Xbox One S. Oh shit. Da muss ich einen Bauleiterin. Ach Junge, ich muss das dringend räumen. Und wenn ihr wollt, dass wir gemeinsam den Schnee räumen, dann lasse ich euch auch jetzt um Abstimmung, kriegt dann halt auf. Ja, wir wollen das. Wenn nicht, dann mache ich das in einer Zwischenfolge. Dann wird es aber auch nicht so oft eine Folge geben, weil das dauert schon ganz schön. So ein Video vorzubereiten. Vor allem, wenn man da noch dazu Schnee räumen muss. Hier hatten wir verdorrte Kartoffeln. Ich habe auch so ein Gerät, da können wir was sehen. Ja, Kartoffeln. Also was wir jetzt... Ah, falsche Einstellung. Ich komme gleich. So, das können wir hier nämlich bauen. Wir haben hier nämlich Gerste auf dem vorderen Kopf. Ich meine, wir könnten auch eine Wiese rein theoretisch umgrubern. So, und jetzt? Was würde uns am meisten bringen? Baumwolle, das haben wir jetzt nicht. Raps wäre auch gut. Sonnenblumen, ja. Weil wir haben jetzt noch wirklich nichts um. Also was kommen würde, wäre Sonnenblumen. Sojabohnen würden rein theoretisch gehen. Aber da kriegt, machen wir eigentlich Minus. Es war mal Zuckerrüben haben wir keine Ausstellung. Papel auch nicht. Krass. Zuckerrohr. Also ich glaube, es wäre wurscht, was wir da nehmen. Schauen wir mal. Hier. Hier hatten wir Kartoffeln.
Nachbar. Was könnten wir hier nehmen? Nur plus machen. Gar nichts. Also in beiden Fällen können wir anscheinend nur Minus machen. Ich meine, der Kontostand ist jetzt nicht übelst schlimm, aber so tolle. Ich meine, wir könnten es schon mal. Ich glaube, ich werde überall auf einem Feld machen wir Weizen, auf dem wahrscheinlich. Und auf dem anderen Sojabohnen. Ich glaube, Sojabohnen, das bringt sehr viel Ertrag. Normal in der Regel. Das können wir auch kurz schauen. Hier in der Wirtschaft. Woanders einen sehr hohen Preis hat. Vielleicht lohnt es sich ja gerade nicht. Aber vielleicht später. Sojabohnen. Also wir sind jetzt im Winter. Also im Frühling gibt es das höchste Angebot. Oh, aber das ist ein sehr guter Preis. Also Mitte Frühling. Ah nee, Entschuldigung, das ist Winter, Frühling, Sommer. Mitte Sommer ist der beste Preis. Das ist praktisch. Und bei Mais, Weizen, da ist es eigentlich ziemlich gleich. Jetzt im Winter ist der höchste Preis. Aber eigentlich ziemlich gleich, im Sommer ist halt sehr klein. Gut. Ich würde sagen, das war's mit der ersten Folge. Wenn ihr innerhalb von einer Stunde abstimmt, dass ich weitermachen soll mit diesem Projekt, dann kommt hoffentlich am Dienstag in das nächste Video, weil das werde ich am Montag hochladen. Also das allererste Video auf diesem Kanal. Gut, damit bedanke ich mich fürs Zuschauen und schaltet auch hoffentlich bei der nächsten Folge wieder ein. Tschüss!